Sapete chi è Martin Sonneborn? È un politico e giornalista tedesco, leader del partito satirico Die Partei. Dal 2014 è parlamentare europeo e nel 2019 è stato rieletto assieme al comico Nico Semsrott. Insomma, un partito di comici. E perché vi parlo di questo politico? Perché a metà settembre ha fatto un intervento in Parlamento nel quale ha totalmente asfaltato la von der Leyen. Ascoltiamolo assieme. Vi lascio lo spezzone in lingua originale con i sottotitoli in tedesco e poi i miei sottotitoli in italiano. Sehr geehrte Frau von der Leyen, mit Karl Kraus zu sprechen, mir fällt zum Zustand der EU nichts ein. Um uns von einem Gaslieferanten zu lösen, der einen brutalen Angriffskrieg führt, Putin, haben Sie uns einen gesucht, der einen brutalen Angriffskrieg führt, Aliyev. Auch wenn viele deutsche Medien schweigen, derzeit überfällt die Öldiktatur, die zum vertrauenswürdigen Partner erklärt wurde von Ihnen, das demokratische Armenien. Respekt für diese Wahl. Immerhin liegt unser neuer bester Kumpel Aserbaidschan in Sachen Demokratie, Presse und bürgerliche Freiheiten noch weit hinter Russland. Nur bei der Bestechung korrupter CDU-Hongs ist Aliyev ganz vorn. Als Sie Ihren Dienst hier antraten, dachte ich, Sie seien lediglich unfähig und ein bisschen kriminell. Inzwischen weiß ich, dass Sie auch beeindruckend moralfrei sind. An den Außengrenzen sterben täglich Flüchtlinge, Fracking-Gas und Atomkraft sind auf einmal nachhaltig und Sie löschen routiniert Ihre SMS zu den Milliardenzahlungen an Pfizer. Mir fällt zur EU nichts mehr ein, außer wir sollten Europa nicht den Laien überlassen. Thank you. Next, I give the floor to... Als Sie Ihren Dienst hier antraten, dachte ich, Sie seien lediglich unfähig und ein bisschen kriminell. Inzwischen weiß ich, dass Sie auch beeindruckend moralfrei sind. Quando ha iniziato il suo servizio qui, pensavo solo che lei fosse un incompetente e un tantino criminale. Ora so che è anche incredibilmente priva di morale. Un Martin Sonneborn senza freni, che non contento termina dicendo: non dovremmo lasciare l'Europa nelle mani della Leyen. Voi che idea vi siete fatti di tutto questo? Fatemelo sapere in un commento. Se ti è piaciuto, lascia un grande like e se non l'hai ancora fatto, iscriviti al canale.